Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Darksiders 3. Wir sind gleich wieder am Ausgangspunkt, von dem ich eben runtergefallen bin, schlauer Mensch. Und dann wollen wir nochmal schauen, ob wir nicht zu diesem Menschlein rüberschwingen können. Ja, können wir. Wonderbra. Rum. Und weg mit dir, Kollege. Nochmal ein Elementine Fragment. Die sind sehr hilfreich. Hui! Ja, Sprung geschafft, Mensch gerettet. Wunderbar. Der ist böse. Vor allem, wenn er noch Kollegen hat. Ne? Liegt der Ali tot im Keller, war der Hortler wieder schneller oder so. Liegt der Hordler tot daneben, hat er alle 10 Kollegen. So sieht's nämlich aus, liebe Leute. Ah ja, das sieht nach was aus, wo ich nicht reinfallen möchte. Das sieht aber auch alles hier nach was aus, wo ich nicht so gerne wohnen möchte. Haben Sie wirklich den Schalter direkt daneben gelegt? Ist das hier eine Shortcut für irgendwas? Ja doch, hier kam ich am Anfang her, ne? Ja, hier ist aber kein Käfer. What? Okay, wo krieg ich diesen Käfer her? Oder kann ich das damit aufladen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich brauche einen Käfer. Kann ich das Ding wieder zumachen? Geht das? Ich muss ihn wieder zumachen, Tatsache. Natürlich nur die Frage, will ich das? Hm. Aber wenn ich es zumache und hier drin bin, dann komme ich halt nach da hinten durch. Da hinten ist der Käfer. Ja, wunderbar. So geht das Rätsel. Dum badabum. So, und jetzt müssen wir diesen Käfer hier holen. Ich sag gerade, der hätte auch nicht mal allein da hochgehen können. So. Damit kann ich jetzt auf jeden Fall dieses Ding aufsprengen. Was auch immer mir das bringt. Aha. Da ist das Item. Ich hätte aber schon gerne das andere auch noch aufgesprengt. Huch, was war denn das jetzt? Irgendwo habe ich gerade rumgeglitscht so ein bisschen. Schwerkraft und so ist ja nicht so einfach. Okay. Also so grob habe ich es verstanden. Muss mal gucken, wie das hier weitergeht, weil aha. Okay, dann kann ich das da unten wieder mitnehmen. Aber wie soll ich das denn bitte anstellen? Ach so, okay, ich muss erst den Käfer holen. Der muss erst da hoch und fressen, bis ich nachkommen kann. Was ist denn das da oben eigentlich? Erleuchtet irgendwas so merkwürdig? Oh, das ist eine Lampe. Es ist eine Lampe. Okay. Wir klettern an dem Viech sehr ekelhaft hoch. Und lassen den Käfer erstmal in Ruhe. Der mampft sich jetzt da gleich einen ab. Das ist schon mal wichtig. Und wir können dieses Ding wieder aktivieren. Zack und fertig. Oder Zack fertig. Und können den hier da dran werfen. Titte! Denn, 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 denn. Ist da noch irgendwas? Nö. So, den können wir jetzt angreifen auf jeden Fall. Ja, Stuhlgeil ist wieder da. Okay, was bringt mir das jetzt?
Ah, ich kann ihn nach da oben schieben. Ist das das, was du mir sagen willst, Spiel? Ich glaube ja. Ich glaube, der soll noch hier oben. Damit ich auf diese Autobahn hoch kann. Über den Autobahn. Nee, Spulguy hat keinen Bock, seinen Job zu tun. Das soll uns nur recht sein. Dafür ist mieser Drecksengel da. Das war schön. Wenn ich es nur halb gesehen habe. Da ist mieser Drecksengel Nummer 2. Da hat er nicht mit gerechnet. Dass er einfach zerstört wird. Er rechnet auch damit. Och nein! Oh, das hilft mir einfach. By the gates. Do you think it's aware of our presence? I have no doubt, especially considering the way you carry on. Okay, ich glaube. Also ich glaube, das Ding ist. Der Plan ist, dass uns das Viech helfen soll, damit wir bei Last an. Oh. Damit wir bei Last ankommen. Einfach nur, damit Last, wenn Last uns dann besiegt, wiederbeleben kann. Damit Last uns als Zombie hat. Ich glaube, das ist der Plan. Würde ich mal so behaupten. Also, so als Mastermind. Is that the ship Usile sent us for? It would seem. Ich, ach, das Schiff? Okay. Bin ich mir nicht so sicher, Dude. Autsch. Bam! Okay, der macht auch einen Bam. Was? Cheetah-Berm. Cheetah-Berm. Dann muss ich wieder nach da oben laufen jetzt. Ach, Mann, mehrere Meter. Habe ich denn die Havoc-Form schon wieder? Ach, ich kann mir auch einfach Havoc cheaten, ne? Ich habe ja diese Havoc-Shards und so. Damit könnte ich es mir auf jeden Fall einfacher machen. Wenn ich es bräuchte. Aber ich heb sowas immer gerne auf. So. Bam. Zerstört. Du bitte auch. Er will aber auch nicht, ne? So. Ich glaube, es ist Feierabend jetzt. Ah, hier ist sogar ein Loch noch mit drin. Also ich denke, das Monster ist wirklich einfach nur dafür da, dass wir zu Last kommen. Und dann soll... Ich weiß nicht, ob es im Lastkampf auch helfen würde. Keine Ahnung. Also nicht uns helfen natürlich, sondern Last. So. Da vorne ist wieder dieser Vogelgreif. Bam! Wow. Das konnte der Letzte auf jeden Fall nicht, dieses Spucken. Vielleicht muss er dafür tot sein. So. Auch den haben wir zerlegt. Jetzt hier. Nochmal ein Large Lurcher Cluster. Dann würde man wieder interessieren, wie viele Seelen wir jetzt eigentlich letztendlich haben, wieder an... Lurcher Items. Ah, hier ist ein. Hier ist ein Vulgrim, da kann man doch direkt mal gucken.
Oh, wir haben 10 dämonische Artefakte. Nicht mehr so viel davon. Nicht mehr so viel davon. Wow. 14. 9. Ja. Man merkt, dass ich mein Inventar selten aufräume. 26.000 schon wieder. Will ich natürlich wieder gucken. Hast du wieder... Nein, er hat immer noch Sliver auf Adamantine. Oh, ich wollte eigentlich... füttern. Ja, da ist doch noch ein bisschen was an Leveln drin. Oder einer. Zwei wahrscheinlich nicht mehr. Nee, ganz knapp nicht mehr. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, worauf skillen wir. Ich würde sagen, Schaden. Immer Schaden. Noch zwei, machen wir da mal einen rein und da einen rein. Bisschen live noch. Okay. Live kann ja auch nicht schaden, ne? Kann ich ihm eigentlich diese Wrath-Shards und so verkaufen? Benutzt die ja eigentlich überhaupt nicht, ne? Also ein Undying-Shard. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Das ist doch schön. Immer mehr von den Jungs. Würde interessieren, was wir da kriegen, wenn wir alle finden. Also ich glaube nicht, dass wir alle finden. Zumindest nicht ohne Komplettlösung. Aha. Und was auf der anderen Seite? Wahrscheinlich was Böseres? Nö, einfach kein Weg weiter. Dafür nochmal ein Medium Lurcher Cluster. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Also ich kann mir das auch nicht merken, wie viel zu wie viel Seelen das letztendlich wird. Autsch. So. Komm. Feierabend. Ich kann hier auch wieder hochspringen. Ja, hier ist aber nichts. Ich dachte vielleicht hinter den Kisten, aber nö. Nichts ist da. Da oben ist so ein Seelenklumpen wieder. Oh. So. Und fertig. Bam, bam, bam. Ich hätte halt wirklich gedacht, die Zornfähigkeiten wären irgendwie besser oder nützlicher. Aber sind sie einfach nicht wirklich. Oh, diese Container sind geil. Kann man gut Shit verstecken. Ja gut, da oben. Okay, ich dachte, vielleicht kann sich da hochziehen und dann lang kriechen. Wäre ja mal ganz nice. Okay, waren wir jetzt... Also ist das jetzt irgendwie eine Shortcut, die ich aufgemacht habe? Ist das der Weg weiter, den ich aufgemacht habe? Are you serious? Do you think it knows we're here? No. In fact, your shrieking clearly acts as a lullaby. Yes. Sarcasm. Which of you is worse? I wonder. Okay, das hat mich echt erschreckt. Ich geb's zu. Gib's zu. Jetzt hat er eine Ladezeit gehabt. Ist schon wieder eine Vulcrum-Station? Oder... Moment. Was? Wir sind wieder ganz am Anfang. Ich wollte gerade sagen. Es sind aber viele Checkpoints auf einmal. Geht's dann wirklich in diese Richtung weiter? Ah ja, da oben geht's lang. Gut, dass ich das eben nicht gesehen habe, sonst hätte ich diese Shortcut nicht als Shortcut erkannt. Macht aber schön immer die Löcher hinter sich zu, das ist nett. Gibt's keinen Zug. Ist doch freundlich. Hui! Und hui! Ich muss immer an diesen Spider-Man-Song denken, es tut mir leid, ich kriege ihn nicht aus dem Kopf. Weil ich auch das Ende nicht kenne. Och, Sesselfurzer! Der hat mich umgebracht. Das liegt daran, ich wollte eigentlich die Chaosform anmachen und nicht das andere Ding. Wirklich. Wirklich. Das meinst du, ist das, was ich... Oder das Wichtige, was ich jetzt wissen muss?
dass ich dann mit dem Dodge-Button einen Ground-Smash machen kann. Weiß nicht, ob das im Moment so wichtig ist. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber gut, wenn das Spiel meint, das ist wichtig, dann werde ich es wohl in Zukunft brauchen können. Oder in dieser... Das ist dein Ernst? Der Dude kommt einfach nicht hier hoch auf die Plattform. Komm, hier. So ist gut. Und er portet sich direkt nach hinten. So, danke. Manchmal ist die KI echt nervtötend dumm. Zwar nicht, weil es das schwer macht, sondern weil es einfach nur nervig ist, eigentlich, prinzipiell. Da ist Havoc-Form. So, Stuhl-Loot. Oh, das war's für dich. So, da oben ist aber noch dieser Lich. Den müsste man auch nochmal erlegen. Da komme ich nicht hin. Der soll einfach erstmal wüten da. Dann soll er halt wüten. Ah ja, jetzt gehen hier beide auf. Glaube ich auch wieder irgendwie eine Shortcut oder irgendwas zum Umgehen. Hier ist lila Licht. Okay, das sieht gefährlich aus. Ist das ein Bosskampf? Die brüllt ihn einfach zurück an. Geil. Autsch. Nicht so geil. Autsch. Meinst du? Alter. Ich habe auf jeden Fall raus, wie ich es markieren kann mit dem linken Bumper-Button, wie auch immer das Ding heißt. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich diese andere Abkürzung aufgemacht habe. Hier glaube ich nicht. Ich bin mega überfragt. Abkürzung, wo bist du nur? Weil das Krankenviech ist, glaube ich, noch machbar in der Zeit, ne? Wir sind eigentlich schon relativ zeitnah am Ende angekommen, aber den kriegen wir noch hin. Hoffe ich, wenn ich die Abkürzung finde. Die nicht hier ist übrigens. Autsch. So, kommt der Kollege jetzt auch noch hoch? Seriously? Aua. Aua. Im Sprung. Im Sprung und im Schwung. Ich glaube, es soll in dieser Episode einfach nicht mehr sein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dann, macht's gut, bis dann und tschüss.